Im Dunkeln sieht Saarbrücken nach heiler Welt aus. Doch SOL TV hat dorthin gesehen, wo es sonst kaum jemand tut. Innenansicht aus einer Stadt, die im Volksmund nur noch Saarbrücke genannt wird. Massenobdachlosigkeit, Jugendgangs und Tiere in Not. Und das ausgerechnet in der Lieblingsstadt der sonst so sauberen Spiegel TV-Redaktion. Mensch, Saarbrücken, was ist los mit dir? Zerfallene Häuser und dreckige Fassaden. Das Tageslicht offenbart die andere Seite der Stadt. Bis zu 5 Personen wohnen hier auf 300 Quadratmetern, in beengten Verhältnissen, in einer berüchtigten Nachbarschaft. Hier wohnt sichtlich das Elend. Die hässlichen Schmierereien, die die Wände in Saarbrücken bedecken, gehören längst zum traurigen Stadtbild. Doch die Menschen in Saarbrücken, die überhaupt ein Dach über dem Kopf haben, können sich glücklich schätzen. Nicht allen geht es so gut. Die Stadt ist voll von Obdachlosen. Hauptsammelpunkt ist der St. Johanner Markt. Hier treiben sich hunderte Saarbrücker auf der Straße herum. Die Stadt tut nichts. Niemand aus unserer Redaktion hat die Stadt Saarbrücken wegen der Massenobdachlosigkeit kontaktiert. Wir haben bis heute keine Antwort erhalten. Hauptursache für die sozialen Probleme in Saarbrücken ist das Bildungsdefizit. Sogar die Saarbrücker Stadtbibliothek ist auf eine Telefonzelle reduziert worden. Die Nachfrage nach Literatur ist in der saarländischen Landeshauptstadt allerdings auch stark begrenzt. Die vielen Missstände sorgen für Aggression. Die Folge: In Saarbrücken sind zahlreiche sogenannte No-Go-Areas entstanden. Diese Gebiete, die man besser nicht betreten sollte, haben wir rot eingefärbt. Einer dieser Brennpunkte ist der sogenannte Staden. SOL TV hat sich in das Gebiet getraut, um das andere Pressevertreter einen großen Bogen machen. Doch schnell wird klar, dass wir mit unserer Kamera hier nicht gern gesehen sind. Der Saarbrücker Staden ist der Tummelplatz von Jugendbanden und Kampfhunden. Hier brennt es wirklich überall. Gib mir der Kamera weg, du Jockel! Verpiss dich aus meiner Stadt, du Opfer! Die Stimmung ist feindselig und aufgeheizt. Auch unter den Tieren macht sich die aggressive Stimmung bemerkbar. Überall finden sich aggressive Kampfhunde. Die Besitzer stehen achtlos daneben oder sporen ihre Tiere sogar noch an. Das bleibt leider nicht das einzige Tierleid, das wir bei unserem kurzen Aufenthalt in der saarländischen Landeshauptstadt zu sehen bekommen. In Saarbrücken gibt es eine Alpaka-Farm. Hier werden etliche Tiere auf einer winzigen Wiese gehalten. Die Verhältnisse sind untragbar. Die Tiere leiden. Auch unter der Hitze, der sie schutzlos ausgeliefert sind. Doch egal, was wir ihnen anboten, sie wagten es nicht, sich zu ihrer Misere zu äußern. Die Stadt Saarbrücken sieht seit Jahren nur zu. Wir haben die Stadtverwaltung nicht mit unseren Bildern von der Alpaka-Farm konfrontiert.
Bis heute haben wir keine Antwort der Stadt erhalten. Den traurigen Höhepunkt der Tierquälerei in Saarbrücken bilden allerdings diese Bilder. In der Fußgängerzone liegt ein toter Hund und kein der Saarbrücker Bürger scheint dies zu interessieren. Womöglich wurde das Tier aus einem Fenster geworfen. Die Saarbrücker suchen ein Ventil und finden dieses neben Vandalismus und Alkoholismus vor allem in offener Auflehnung. Bei illegalen Versammlungen etwa, die häufig begleitet werden von der lärmenden Musik radikalisierter Gruppen. Die Tätowierungen am Arm dieses Gitarristen lassen keine Zweifel offen, dass es sich hier um eine kriminelle Band handelt. Die Wahrzeichen der Stadt besudelt mit Lärm und heidnischen Tänzen. Eines der schlimmsten Gebiete Saarbrückens heißt Nauwieser Viertel. Perspektivlosigkeit macht sich hier besonders bemerkbar. Alkohol ist der einzige Trost, der den Viertelbewohnern in dieser Tristesse geblieben ist. Neben Alkohol konsumieren fast alle Saarbrücker auch andere Drogen. Mitten in der Stadt finden wir mehrere Pflanzen, die verdächtig nach Marihuana aussehen. Illegaler Anbau für alle Augen sichtbar. Sogar die Dealer agieren auf offener Straße. Vor den offiziellen Drogenausgabestellen der Stadt Saarbrücken bilden sich lange Schlangen. Vielleicht hat auch Saarbrücken schöne Seiten. Aber da uns das nicht ins Drehbuch gepasst hat, haben wir nicht danach gesucht. An dieser Stelle hat der Beitrag zugegebenermaßen seinen Tiefpunkt erreicht. Wir wollen nicht sagen, dass die Stadt ein weinerliches Bild abgibt, aber Saarbrücken ist schon verdammt nah am Wasser gebaut.